Ich freue mich riesig, dass er hier ist. Er ist fantastisch, er ist ein herzensguter Mensch. Aus Berlin, hier ist für euch Ivan Thieme! Vielen, vielen Dank. Bitte gebt noch einen riesengroßen Applaus für Ben Schafmeister. Lasst uns hören für Ben! Vielen Dank, danke sehr. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin Ivan, ich bin 27 und ich bin sehr dankbar, von Comedy leben zu dürfen. Das war aber lange Zeit nicht der Fall. Ich habe sehr viel gejobbt, ich hatte sehr viele absurde Jobs. Ich habe zum Beispiel eine super lange Zeit in so einer Eisdiele gearbeitet. Und wenn man so eine Eisdiele arbeitet, kann man perfekt beobachten, wie Eltern ihre Kinder erziehen. Wer hat Kinder, mal klatschen? Einige stolzer als andere, auf jeden Fall. Man kann perfekt sehen, wie Eltern das machen. Einige Eltern sind richtig streng, die Kinder hören auf die Eltern. Manche Kinder erlauben sich viel zu viel. Die Eltern machen gar nichts, da blutet immer mein Herz. Ich kann mir das nicht angucken, wenn so Kinder zu viel Macht über die Eltern haben. Einmal so ein Kind gesehen, dass ich Eis verkaufe, ist komplett ausgeflippt. Was, Mama, ich will jetzt Eis sofort haben, jetzt Eis. Und die Mutter war so, ach Mensch, Sören. Du hast mir doch heute versprochen, kein Theater zu machen. Und Sören war ein mieser Gangster, aber Sören hat sich gar nicht einschüchtern lassen. Hat sich auf den Boden geschmissen, angefangen rumzuschreien. Das war der Mutter unangenehm, weil jeder hat plötzlich geguckt. Deswegen hat sich das Kind hochgehoben und hat ihm eine Kugel Eis gekauft. Und ich habe mich furchtbar gefühlt, diese Kugel Eis zu machen, weil Sören hat sich nicht mal ansatzweise verdient. Nicht mal ansatzweise. Ich habe so richtig wütend diese Kugel Eis gemacht. Ich war so, jetzt nimm und verpiss dich von hier. Das Witzige an der Geschichte ist, dass ein anderes Kind gesehen hat, dass genau diese Taktik funktioniert hat. Sieht das Ganze so, was, Mama, ich will auch ein Eis. Wie er jetzt sofort Eis. Man merkt sofort, ein ganz anderer Ton, ganz anderer Haushalt. Aber wollte es trotzdem versuchen, weil ich ja gerade eben gesehen, dass diese Taktik funktioniert hat. Einfach so, ja, Mama, wie er, jetzt Eis sofort. Und ich werde niemals vergessen, was die Mutter gemacht hat. Für mich war sie ein Held. Sie geht zu mir, kauft eine Kugel Eis, geht zurück zum Kind, lehnt sich so leicht runter und sagt so, ja, also ich kann mir das leisten und geht einfach. Sie war weg. Sie war wirklich weg. Kennt ihr das? Einige Eltern blöffen so, die gehen 20 Meter, um zu gucken, wie das Kind reagiert. Die Frau ist in die Bahn eingestiegen. Sie wäre so scheiß auf dieses Kind, Alter. Ich hab noch zwei andere, alles entspannt. Dieser Junge wurde wirklich in dem Moment erwachsen, ich schwör's euch. In dem Moment, ich habe so rübergeschaut, er ist so am Rauchen. Er hat so reflektiert, so wie bin ich hergekommen. Wisst ihr, gerade war ich noch im Spielzimmer, jetzt bin ich auf der Straße, so schnell geht's. So schnell geht's. Wo bin ich auf meinem Spieleteppich falsch abgebogen? Ich selber habe eine sehr, sehr strenge Mutter. Meine Mutter ist wirklich so alte Schule, was Erziehung angeht, sehr streng. Ich komme ursprünglich aus der Ukraine. Ich bin seitdem ich 7 bin hier in Deutschland. Meine Mutter hat mich mit rübergebracht. Ich bin ihr unglaublich dankbar dafür. Sie hat sehr viel gewagt. Und ich musste Deutsch lernen. Das Problem zu einem Zeitpunkt, konnte meine Mutter selber noch nicht so gut Deutsch. Das heißt, sie konnte es mir nicht beibringen, aber ich muss ja irgendwie Deutsch lernen. Und hier ist, was meine Mutter dachte, was die beste Methode ist, mir Deutsch beizubringen. Sie hat mir einfach einen Duden gekauft, dieses gelbe Buch. Wirklich diesen gelben Klopper hat sie so auf den Tisch geknallt. Weil so, Ivan, du lernst jeden Tag 50 Wörter, den ganzen Sommer lang. Jeden Tag 50 Wörter. Ich weiß, okay, mache ich. Ich habe wirklich den ganzen Sommer lang über gepaukt. Jeden Tag habe ich gelernt, bis zum Umfallen. Ich war auch richtig stolz, weil am Ende des Sommers konnte ich wirklich alle Wörter, die mit dem Buchstaben A anfingen. A war ich krass, Leute. A war ich heftig. B habe ich noch nicht ganz geschafft, aber A war ich richtig krass. Aber A konnte mir keiner was vormachen, Leute. Gespräche waren komisch am Anfang, das weiß ich noch. So ein Kumpel meinte so, Ivan, was machst du heute Abend? Ich so, am Abend allein Algebra ausprobieren. Er war so, hä, du machst heute Mathe? Ich so, allerdings. Vielen Dank, danke. Gefühle zeigen war auch ein bisschen komisch am Anfang in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schulzeit war, aber bei mir, wenn man jemanden mochte, also so ganz besonders doll mochte, dann hat man oft sowas gesagt wie, hey, ich will etwas von ihr oder von ihm. Das habe ich lange Zeit einfach logisch nicht verstanden, was dieses Sprichwort bedeutet, weil es gibt gar kein ähnliches Sprichwort im Ukrainischen. Es hat für mich einfach nie Sinn gemacht. Ich habe es auch nie hinterfragt. Und einmal kam eine Mitschülerin zu mir, Paula kam zu mir. Sie war so, Mensch, Ivan, du bist ja ganz gut befreundet mit dem Fabian. Ich will was von ihm. Kannst du ihm das nicht so ein bisschen sagen? Und ich war so, ja, was willst du denn von ihm? Vielleicht kann ich es dir geben. Sag doch mal, was du brauchst.
was hat Fabian, was ich nicht habe? Sag mir, was hat Fabian, was ich nicht habe? Und sie war so, nee, alles gut, du kannst mir nichts geben, alles super. Ich glaube, ich kann schon ganz gut Deutsch, aber man lernt nie wirklich aus, besonders wenn man kein Muttersprachler ist. Ich war neulich einkaufen, wollte so ein bisschen auf meine Ernährung achten und hatte so eine Müsli-Packung in meiner Hand. Und dann habe ich sie so umgedreht, um zu schauen, was da so drin ist. Und dann bin ich so Zeile für Zeile, bin ich so die Inhaltsstoffe durchgegangen. Und in einer der Zeilen stand einfach, da ist raffinierter Zucker drin. Einfach raffinierter Zucker. Ich habe noch nie vom raffinierten Zucker gehört. Ich war so verwirrt im Supermarkt. Ich war so, hä? Raffinierter Zucker? Wie soll ich abnehmen, wenn der Zucker schlauer ist als ich? Es ist quasi, es ist unmöglich. Wie hat der Zucker auch diesen Namen bekommen? In meinem Kopf hatte ich sofort so ein Kopfkino, wie der Zucker so alle Lebensmittel zusammengetrommelt hat. Also Leute, pass auf. Ich schmuggle mich jetzt ins Müsli rein. Mach die Leute dick, ohne dass sie es wissen. Und das Beste ist, die wollen dann immer mehr und alle sind so, yo, Digga, das ist raffiniert, Digga. Das ist ja. Aber es gibt sehr, sehr gute Neuigkeiten für mich, denn ich habe seit diesem Jahr meine deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist mega. Ja. Das hat 6 Jahre lang gedauert. Das war wirklich die bürokratische Hölle. Ich kann euch gar nicht erklären, wie zerrend und mühselig sowas sein kann. Und nach 6 Jahren kam der Anruf von meinem Sachbearbeiter, der war so, Herr Thiebe, wir können Sie morgen einbürgern. Und ich konnte es nicht glauben, das war wirklich super surreal. Und ich hatte noch nie eine Panikattacke, aber ich glaube, auf den letzten Metern hatte ich eine Panikattacke. Weil ich stand vom Bürgeramt, ich war so, ja, als ob die mich jetzt einfach einbürgern. Da wird doch bestimmt so ein Überraschungstest kommen oder so. Also die werden ja mal was abfragen. Deswegen habe ich wirklich aus Panik kurz vor meiner Einbürgerung gegoogelt, Grundgesetz Zusammenfassung kurz. Ich war so, auf den letzten Metern lernen wir nochmal. Und dann saß ich in diesem Büro, ich war richtig angespannt, super nervös, super zittrig. Und was ich voll lieb und menschlich fand, der Sachbearbeiter hat es gesehen, wie nervös ich war und hat mich voll beruhigt. Weil so, Herr Thieme, alles gut, wir nehmen uns jetzt hier Zeit, wir müssen nicht hetzen, das machen wir jetzt hier zusammen. Und er hat so meine Einbürgerungsakte so rausgeholt. Es war voll spannend, so diese Akte mal so physisch zu sehen. Und er hat sie so auf den Tisch geknallt und war so, Ivan, du lernst jeden Tag 50 Wörter, den ganzen Sommer. Nein, aber er ist mit mir nochmal alles durchgegangen und in der Mitte hat er so eine Pause gemacht und war so, Herr Thieme, wir haben natürlich auch in Ihr Führungszeugnis geguckt, wir haben keinen Eintrag gefunden, das fanden wir alle sehr schön. Und dann habe ich so über meine kriminelle Vergangenheit nachgedacht. Weil ich habe meiner Schulzeit meine Unterschrift gefälscht. Mal klatschen, wer das mal gemacht hat in der Schulzeit. Ja. Einige hinten zu stolz, so, ja, mache ich immer noch. So. Ich hatte einmal eine 5 in Mathe, die wollte ich meiner Mutter nicht zeigen. Ich wollte mir diesen Stress nicht geben. Deswegen war ich so, Ivan, du fälschst jetzt einfach diese Unterschrift. Ich hatte bis dato aber noch nie eine Unterschrift gefälscht. Das war wirklich das erste Mal, dass ich eine Unterschrift gefälscht habe. Und das Wichtigste, wenn man eine Unterschrift fälscht, ist Selbstbewusstsein. Das ist wirklich das Wichtigste. Du kannst hier in der Mitte aufhören. Du hast nur einen Ruck. Du musst es in einem durchziehen. Meine Mutter heißt Olga Thieme. O.Thieme muss ich hinschreiben. Das O kriege ich hin. Bei dem T habe ich so zu viel Selbstbewusstsein, rutscht so ganz komisch nach oben ab, verliere alles an Selbstbewusstsein, was ich habe und kriegst so mit restlicher Kraft die Buchstaben so hin. Es war genau klar, wo der Unfall war. Es war wirklich genau. Ich war so, nein, ich muss jetzt diese Unterschrift zeigen. Es führt ja keinen Weg drumherum. Deswegen war ich so, Ivan, cool bleiben. Du bist jetzt einfach selbstbewusst und zeigst dem Lehrer die Unterschrift. Vielleicht glaubt er es dir. Und ich bin am nächsten Tag im Matheunterricht. Mein Lehrer so, Ivan, hat deine Mutter die Arbeit gesehen? Ich war so, ja, hat sie gesehen. Ich war so, zeig mal. Und ich gehe nach vorne, packe sie dir auf den Tisch. Der Lehrer guckt die Unterschrift an, guckt mich an und wir fangen beide gleichzeitig an zu lachen. Einfach. Er offensichtlich, weil sie gefälschte Unterschrift ist. Ich versuche diese Lüge noch aufrechtzuerhalten. Ich versuche, ja, meine Mutter musste niesen, sie hat Heuschnupfen. Also. Der Lehrer war so, Ivan, das ist nicht deine Mutter. Und ich war so, allerdings. Das war ein cooler Lehrer, er hat mich nicht verpetzt, was ich irgendwie voll lieb fand. Er hätte mich ja einfach easy verpetzen können, aber er hat mich nicht verpetzt. Ich glaube, jeder hat so ein, zwei Lehrer, an die man sich gern zurückerinnert. Bei mir war es Herr Lepsch. Das war Herr Lepsch. Jeder hat einen Herr Lepsch. So. Hier ist, wie jede Stunde bei Herr Lepsch angefangen hat. Herr Lepsch war so, Kinders, ich gehe kurz was kopieren. Und Herr Lepsch war einfach weg. Einmal war der so, Kinders, ich gehe kurz was kopieren, wie so entspannt, dann haben wir noch 5 Minuten Zeit. Ich gucke aus dem Fenster, er ist mit dem Fahrrad weggefahren. Er war weg. Bester Mann, Herr Lepsch, Alter. Letzte Geschichte von mir. Ich bin noch ein bisschen in der Ukraine groß geworden. Ich bin erst mit 7 Jahren nach Deutschland und ich bin bei meinen Großeltern groß geworden. Super kleines Dorf, jeder kennt jeden. Und meine Großeltern haben jede Woche Lotto gespielt. Und meine Aufgabe als kleiner Junge war es, die Lottozahlen zu vergleichen. Und wir haben nie gewonnen, wirklich nie. Das hat mich immer richtig traurig gemacht, meinen Großeltern jede Woche sagen zu müssen, dass wir wieder verloren haben. Deswegen dachte ich mir einmal, hey Ivan, du fälschst jetzt einfach diesen Lottoschein.
damit sich deine Große dann wenigstens ein bisschen freuen. Als Kind denkt man nicht so sehr in die Zukunft. Ich war sehr im Jetzt. Ich dachte wirklich, ich tue denen einen Gefallen. Meine Große dann kommt vom Basar, so in Einkaufstüten. Ich gehe zu ihr hin, ich war so, hey, wir haben alle Zahlen richtig. Und sie flippen aus. Man sagt, Geld kann einen nicht glücklich machen. Ich habe meine Große dann noch nie so glücklich gesehen. Wie in dem Moment. Die haben angefangen zu weinen, die wirklich auf den Boden gewälzt. Ich habe die wirklich noch nie so glücklich gesehen. Und ich habe es nicht übers Herz gebracht, denen die Wahrheit zu sagen. Ich war so, okay, ich warte erstmal 15 Minuten ab, dann haben sie sich beruhigt. Dann löse ich das Ganze auf. Und ich wusste gar nicht, was ich in Kraft getreten habe, weil innerhalb einer halben Stunde war das ganze Dorf bei uns. Die haben gesungen, die haben getanzt, die hatten einen DJ. Ich weiß nicht, wie schnell die einen DJ organisieren konnten. Mein Opa hat angefangen, Geld zu verschenken, aber so, du kriegst den 1000, du kriegst den 1000. Babuschkas haben getwerkt, das war richtig wild, Leute. Und ich konnte nicht mehr die Wahrheit sagen. Ab dem Punkt ist der Zug abgefahren. Ich habe mich einfach versteckt. Ich habe mich einfach versteckt und gewartet, was passiert. Und irgendwann waren die fertig mit der Feier und waren so, gut, das war jetzt eine coole Party. Wir rufen jetzt da an und fragen, wo wir das Geld abholen können. Wir haben ja alle Zahlen richtig. Und alle Leute versammeln sich um dieses Telefon. Und der Mann am Telefon sagt laut und deutlich, das sind komplett die falschen Zahlen. Muss ich um ein Missverständnis handeln? Jemand wird sie verarscht haben. Und so kam quasi raus, dass ich einen Streich gespielt habe. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich in Deutschland bin, tatsächlich. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Noch eine kleine Sache zum Schluss. Ich freue mich richtig, richtig doll, wieder hier zu sein. Das letzte Mal war ich hier, als ich 12 war, glaube ich. Ich freue mich, wieder zurück im Waschsalon zu sein. Noch eine kleine Sache zum Schluss. Ich gehe auch dieses Jahr zum ersten Mal auf Solo-Tour. Und ich habe auch einen Termin in Köln, aber auch in anderen Städten. Ich habe auf jeden zweiten Stuhl einen Flyer gepackt. Klingt jetzt komisch, aber es besteht eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass, wenn ihr eure Beine aufmacht, mein Gesicht zu sehen ist. Mein Name ist Ivan Thieme. Vielen Dank. Das war für euch Ivan Thieme.